Und was gibt's hier unten noch? Ein Hebel. Ich musste sogar runter. Ich hätte eigentlich erwartet, dass das hier optional ist. Hier merkt man die zusätzliche Rüstung sogar. Noch 3 Erfahrungspunkte. Falsche Taste. So, war's das mal wieder. Danke. Ach ja, baumeln wir mal ein bisschen. Schön gemütlich. Einschaukeln. Blöd. So. Was bist du denn? Spinne? Nicht mehr Spider-Man kann so um sich werfen. Unten oder oben? Hier unten muss ich aufmachen. Also oben. Das ist nur die Leiche. Auch noch in die Kanalisation. Nehmen sich das Wasser halbwegs sauber aus, aber trotzdem. Das ist doch nicht schön. Aber erst geht's scheinbar hier lang. Okay, das ist ein komisches Timing. Jetzt passt's besser. Muss und will da nochmal hoch. Oh, Level Up. Hallo? Geht das Timer auf? Ich weiß, was ich machen kann. Komm her, Kiste. Nein, etwas höher. Etwas höher. So. Gut, Level Up. Boxen oder Planken? Ich glaube, wenn es um 4 geht, dann nehme ich lieber die Boxen. 1 hilft mir nichts. Für 2. Ja. Ach ja, stimmt. Der Speedboost, den ich nie einsetze. Crushing Charge. Nehme ich das ruhig. Mist. Komm. Und hoch. Und hoch. Ja, jetzt bin ich von alleine durchgekommen. So. Ha, wie komme ich da durch? So, das habe ich erstmal gesehen. Nett. Was finde ich hier noch? Enchanted Health Crystal. Ja, lassen wir mal bei ihm. Mich wundert es echt, dass man das nicht weiter ausrüsten kann. Irgendwie bin ich mir die ganze Zeit unsicher, ob das alles so klappt. Bleibt da noch diese Frage. Gehen noch einmal hoch.
Okay, die Wand sieht eigentlich ziemlich solide aus. Parken kann ich da auch nichts. Zur Not muss ich etwas backtracken. Da komme ich auch gar nicht mehr hoch. Keine Ahnung. Hä? Ich dachte, ich muss in die Abwasserbahn. Ich bin... Wie kann man da einfach nur durchfallen? Wie funktioniert das? War hier nicht überall Wasser? Wieso bleibt das in der Luft hängen? So, für den Typen wieder zurückgekommen. Und... Das reicht nicht. Nichts zum Fassen. Ich muss von der anderen Seite vermutlich ran. Und natürlich treffe ich den Stachel da. Was auch sonst. Oh. Nicht gesehen. Gut, gehen wir erstmal auf Tauchstation. Oh. So. Haha, sogar getroffen mit so einem Sonntagsschuss. So. Okay. Darauf muss einer kommen. Was mache ich dann? Irgendwie, nee, das ist nicht richtig. Ich komme auf jeden Fall irgendwie ran, das bin ich mir ganz sicher. Wie bin ich da gerade höher gekommen? Bewege ich mich mal leicht nach rechts, wenn es nicht wie Bewegung aussieht. Links ist das übrigens. Nein, so wollen wir es nicht. Oder machen wir es so. So, er ist auf diese Platte gefallen, vermute ich. Aber jetzt komme ich wieder da oben scheinbar nicht dran. Hä? Ach da. Ich habe schon auf den Boden geguckt. Da sie deutlich mehr Schaden macht als der nutzlose Typ. Darf sie den erledigen. Okay, was gibt's jetzt hier? Erstmal mehr Kämpfe.
So, 20 von 20 Experience Enemies. Also, es lässt keiner mehr was fallen. Außer natürlich Health und Mana und der übliche Mist. Da oben kommen jetzt auch noch. Es regnet Skelette, es regnet Knochen. Wie komme ich dazwischen? Das erste, was ich mache, ist erstmal. So. Habe ich da schon mal eine feste Plattform? Diese Stacheln sind echt hilfreich. Und dann. Gut. Jetzt gehe ich hier drauf. Jetzt warte, bis das runter ist. Geh da drauf. Da drauf und Teamwork. Okay, was kommt jetzt? Was für einen Schatz finde ich hier? The symbol looks like the artifact we're looking for. What are these artifacts anyway? Essen. Reicht doch vermutlich für ihn, um als Artefakt zu zählen. Artifact, that of mind and power, that protected the castle. And given strength to the king and his men. But the artifact was also protected by powerful charms. And only minds with pure thoughts could touch it. Over the decades, many kings and knights had tried to approach the artifact to no avail. The legend foretold that one day, a hero of pure mind and justified intent would come and claim the artifact. But as our heroes came through the castle door, they realized that the undead had seized everything in the castle. This once magnificent place had been transformed into a place of terror. So, wir brauchen einen puren und einen puren Helden mit guten Intent Ziel. Wir haben einen alten Sack, der eigentlich nur Ladies beeindrucken will. Eine Diebin, die die anderen beiden ausnutzt und möglichst schnell loswerden will und die Schätze für sich behalten will und verticken und Schmuck, Juwelen und Schuhe, ja, vermutlich auch Schuhe kaufen will. Und wir haben einen Typen, der Krieger, der nichts gebacken bekommt, absolut strohdoof ist, gerne metzelt. Da er meistens Untote metzelt, ist er vermutlich noch der mit den reinsten Gedanken. Weil er hat keine guten Absichten, sondern einfach nur. Ja. Ihm wurde auf die Schulter geklopft, da und er rennt. Fertig. Mehr macht er ja nicht. Naja. Das soll es fürs Erste gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und man sieht sich beim nächsten Mal. Macht's gut.